Hallo YouTube, nein, wir sind hier nicht bei Rate Restaurant Test und auch nicht bei Schwiegertochter gesucht. Wo wir hier in Wirklichkeit sind, ist des Zockers Füllhorn. Mit einem arschgeilen Intro. Letztes Mal war es ein bisschen langsam und träge mit der Wirtschaftssimulation und ich habe ja versprochen, dass es dieses Mal mehr Action und mehr Tempo gibt. Und mit welchem Genre könnte man besser viel Tempo zeigen als mit Rennspielen? Und ich rede von einer Zeit, in der Spiele wie Gran Turismo oder Need for Speed Underground noch weit, weit hinten am Horizont waren. Gucken wir doch mal rein. Slipstream 5000 überführt das Genre bereits in die dritte Dimension, und zwar in jeder Hinsicht. Als Pilot eines Gleiter-Düsen-Jet-Flieger Dingenskirchens heizt man durch Schluchten, Städte, Urwälder, Ruinen und allen möglichen sonstigen Kladderadatsch. Neben gewagten Überholmanövern und dem flinken Durchfahren enger Tunnel liefert man sich auch heiße Feuergefechte mit seinen Gegnern. Und wenn es der Streckenverlauf zulässt, legt man einfach mal den Turbo ein. Zur Auswahl stehen 10 sympathische, unheimliche, gut aussehende oder einfach nur abgedrehte Charaktere, wobei es keinen Unterschied macht, mit wem man fliegt. Und wenn, dann ist dieser Unterschied hinreichend gering. Slipstream 5000 macht sehr viel Spaß, der Schwierigkeitsgrad ist sehr ausgewogen, das Streckendesign gelungen, wenn auch etwas unbemüht, was die Liebe zum Detail angeht. Die Steuerung ist extrem sauber und insgesamt ist es ein rasantes, actionreiches Rennspiel. Slipstream 5000 macht Laune. Punkt. Aber gehen wir mal in der Geschichte ein paar Schritte zurück. Kommen wir zu Wacky Wheels. In meinem Review zu Scanicard habe ich über dieses schöne Kleinod aus dem Hause Beavis Soft ja bereits ein wenig schwadroniert. Im Großen und Ganzen kann man es als Mario Kart Klon für DOS bezeichnen. Die Parallelen sind unverkennbar und gehen deutlich über die Inspiration hinaus. Soll aber nicht heißen, dass das dem Spiel irgendwie schlecht täte. Im Gegenteil. Besser ein Format gut zu einem DOS-Spiel kopiert, als ein Konsolenspiel schlecht zu einem DOS-Spiel portiert. Wacky Wheels ist schnell, bunt und anspruchsvoll. Wenn man am Vordermann einfach nicht vorbeikommt, dann kann es helfen, einen gut gezielten Igel zu werfen. Vor allem die gute Steuerung ist hervorzuheben. Bevor man aus der Kurve fliegt, sollte man es mit einem gut getimten Handbrake-Turn versuchen. Bevor man übersteuert, kann man schnell gegensteuern. So ist das Spiel zwar anspruchsvoll, aber beherrschbar und weitestgehend ohne große Frustmomente. Nicht nur sehr viel besser als Scanicard, sondern auch insgesamt eine sehr schöne Mario Kart-Alternative abseits von Konsolen. Gerade im Vergleich zu Beefy Race, auch bekannt als Too Fast For You, ist die Steuerung von Wacky Wheels fast hitverdächtig. Too Fast For You ist ein Werbespiel von Beefy, im Verhältnis zu einigen anderen Werbespielen der damaligen Zeit aber gar nicht mal so schlecht. Ich habe damals sogar 10 Mark für die Vollversion bezahlt, das einzige Mal, dass ich mir von einer Shareware-Version die Vollversion geholt habe. Heute würde ich das nicht mehr tun. Das Spiel ist nett, die Steuerung aber ein Gräuel. Fährt man mit einem halbwegs schnellen Auto, wird man die meiste Zeit abseits der Strecke verbringen. Fährt man mit einem stabilen Auto, wird man nur langsam hinterher tuckern. Der Schwierigkeitsgrad ist beinhart. Das Fahrverhalten schwammig, die Strecken langweilig. Schade um das eigentlich sehr gelungene Design. Die Umgebung sieht gut aus, die Boliden sind zwar trashig, aber ansehnlich. Die Streckengrafik zwar eintönig, aber eigentlich okay. Der Motorensound wird aber auf kurz oder lang Ohrenkrebs verursacht. Als ob Autos so komisch klingen würden. Damals habe ich noch bares Geld dafür hingelegt. Was man erhält, ist ein bemühtes Spiel, das auf einer großen Welle mitreiten will und dabei knapp am Absaufen vorbeischrammt. Ein bestenfalls passables Spiel, das ich nicht wirklich empfehlen kann. Deutlich empfehlenswerter ist Revolt. Hier sind wir wieder zurück in der dritten Dimension, wobei die Fahrzeuge hier im Gegensatz zu Slipstream die meiste Zeit am Boden bleiben. Man steuert ein ferngesteuertes Spielzeugauto durch verschiedenste, sehr schön designte Level. Revolt ist eigentlich kaum gealtert, die Grafik ist immer noch sehr schön und die Tonkulisse ist sowieso nach wie vor extrem stimmig. Neben dem schnöden Rennalltag gibt es viel zu entdecken, schöne Items einzusetzen und massenhaft Gegner aus der Spur zu werfen. Apropos massenhaft. Man hat die Auswahl zwischen massenhaft Fahrzeugen, die sich bis in hauchdünne Details unterscheiden können. Neben dem gelungenen Design und der allgemeinen Vielfalt sind die Steuerung und der Schwierigkeitsgrad die eigentlichen großen Pluspunkte für das Spiel. Revolt ist sehr knackig, aber in einem Maße, in dem man stolz darauf ist, wenn man ein Rennen gewinnt, es aber höchstens ein kleines bisschen frustriert, wenn man es nicht aufs Podium schafft. Alles in allem ist Revolt ein absolutes Vorbild in Sachen Rennspiele. Ich spiele es heute auch immer noch gern und kann es jedem nur uneingeschränkt empfehlen.
Jaguar für den Amiga hingegen ist ein Spiel, das ich schon sehr lange nicht mehr gespielt habe. Zu der Zeit, in der Lotus Challenge sehr beliebt und erfolgreich war, war es durchaus Usus, einfach die Standard 2D-Rennspiel-Engine zu übernehmen, eine Automarke dafür herhalten zu lassen und schwupp, man hat ein Spiel à la Jaguar, Ferrari, Test Drive, Ford und so weiter. Wobei das in der Geschichte ja immer wieder vorkam. Gut, das ist jetzt sehr böse formuliert, aber tatsächlich haben sich die Spiele von Dato eher in kleinen Feinheiten oder in der Vielfalt von Fahrzeugen oder Strecken unterschieden. Auch bei Jaguar erkenne ich den Unterschied zu anderen Vertretern der Genre nicht richtig. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, dass ich es als Kind sehr gerne gespielt habe. Eine wichtige Frage bleibt für mich aber immer noch. Wieso zur Hölle muss das verdammte Menü so unheimlich unintuitiv und unübersichtlich sein? Gerade als Kind habe ich es meistens nur durch wildes Klicken geschafft, ins Spiel zu kommen. Und dann war es jedes Mal aufs Neue eine heitere Überraschung, was ich nun wieder eingestellt habe. Am wichtigsten ist hier die Frage, wieso ein Aufguss von Lotus Challenge spielen, wenn man doch eigentlich auch Lotus Challenge 1 bis gefühlt 60 spielen kann. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Leute, immer schön brav bleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.